So, Freunde, herzlich willkommen zurück beim Schi-Schamstag. Wir sind hier am Start mit Timo und Bombay. Faye, heute mal wieder verhindert. Weiß nicht, Folge 106. Ist auch egal, Leute. Viel wichtiger ist, wir haben den neuen Tabak von Manuelsen am Start. König im Schatten. Ist sehr gehypt, ne? Er freut sich im Moment wieder vielerlei Hype. Kostet 17,90 Euro für 200 Gramm. Woran erinnert dich die Dose an welche Marke? True Passion. Also ich vermute auch, weil die nämlich auch in Polen produziert werden, wie True Passion. Ich vermute, das ist einfach True Passion. Auch der Schnitt so, der Tabak an sich, der sieht so True Passion ähnlich. Nee, du hast so ein bisschen Strunk, so ein bisschen Äste mit drin, aber kommt True Passion sehr nah. Auf jeden Fall, wir haben die Sorte, habe ich noch gar nicht gesagt, den Jackie's Root. Das ist vermutlich der, würde ich jetzt mal schätzen, der am meisten gehypt wird. Nämlich der nach Jackie Cola schmecken soll. Wir riechen mal dran. Und ich habe vorhin schon mal flüchtig dran gerochen. Und ich finde, du riechst, ja, in welche Richtung der gehen soll. Ich schwöre, das riecht eigentlich voll angenehm gut. Ja. Und das riecht irgendwie... Na so, wie so Eukalyptus irgendwie so. Ja. Kennst du das? Wenn du so, zum Beispiel, wenn du so Nase zu hast oder so, und so inhalierst oder so. Ja, ja. Und dann dieses... Also man riecht auf jeden Fall die Cola und ein bisschen aus, Cola, ne? Auf jeden Fall. Genau. Also ich finde, also wenn der so schmeckt, wie der riecht, dann könnte halt echt ein geiler Tabak werden. Ejo. Ja, egal, Leute. Erster Zug. Erster Zug. Bin einfach gespannt, ob sich jetzt Manuelsen zumindest sich vernünftiges Personal dafür besorgt hat, die auch den Tabak vorher mal testen. Ja. Und nicht wie bei dem Mero-Tabak, da war ja wirklich, ich glaube, der schlechteste Tabak, den wir bei Shishamsa hier hatten. Definitiv der schlechteste Rapper-Tabak. Auf jeden Fall. Ich hoffe einfach, er hat sich damit befasst und macht das so solide wie die 187-Jungs. Ich habe mir tatsächlich sagen lassen, so eine nette Hintergrundinformation, dass der Manuelsen mit König im Schatten mehr am Start gehen will, auch mit Pfeifen und so. Okay. Der will auch Pfeifen machen, also der steht da angeblich, ne, weiß ich jetzt auch nur aus zweiter Hand so, der steht da angeblich sehr, sehr hinter und der will das Ganze viel intensiver machen. Also man schmeckt Cola? Und auch irgendwie so eine frische, aber nicht so eine normale Minz- oder Mentholfrische, sondern halt diese Eukalyptusfrische, wie wir das beschrieben haben. Ja. So eine andere Frische und die Frische, die ist geisteskrank. Also ich finde sie wirklich geisteskrank. Der hat schon so ein Niveau, sag ich mal, wie bei Aquamente diese Minznote, die einfach so einzigartig ist. Ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe noch niemals vorher so eine Note noch, so einen Tabak gespürt. Und ich meine, Cola-Tabaks hatten jetzt auch einige gehabt, die waren ja auch meistens so Zitrone oder Limette oder zumindest immer so Minze-Menthol mit gemischt, ja, aber so ein geiles Flavor irgendwie. Also bis jetzt, wenn er sich wirklich noch weiterhin so hält, könnte er echt gut abschneiden. Ich wollte gerade sagen, beruhig dich, so, du hast einmal dran gezogen. Könnte noch schlimmer werden, aber Cola gebe ich dir schon mal recht, dann hat er echt diesen Kick da, aber dafür muss ich noch ein paar Mal dran ziehen. Hey, oh, dieses ganz komische... Stechende, ja, kräutermäßige, weiß ich nicht. Ich finde, das ist immer, das passt perfekt zu dieser Cola-Note, ja, einfach. Ja. Also das, und ich glaube so, du kannst diese einmalige Note jetzt nicht mit jeder x-beliebigen Frucht oder sowas noch kombinieren. Nee, weil kannst du nicht. Das muss wirklich passen, 100% das muss passen. Genau. Und hier passt es einfach unnormal. Ich finde auch, diese Frische gibt der Cola einfach so einen ganz anderen Cola-Geschmack, als wir in den ganzen anderen Cola-Tabaks, die wir hatten. Du schmeckst wirklich so eine richtige, wie so eine Frucht-Cola. Also diese Bonbons so richtig schön saftig, fruchtig irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Alter. Das ist völliges Neuland irgendwie, womit die da Cola gemischt haben. Also Cola ist ja bekannt, Cola schmeckst du raus, aber dann diese... Ich weiß nicht, was das sein soll. Aber es ist sehr angenehm, jo. Ist voll gut. Also auch um mal die Basiswerte abzufertigen, so Qualm ist in Ordnung, Durchzug ist auch gut. Wobei jetzt Durchzug, da hatten wir glaube ich schon echt angenehmere Tabaks, aber der ist jetzt nicht negativ. Lässt sich nicht schwer ziehen. Ne, genau. Kratzen so tut er auch nicht. Und der ist auch nicht so, das ist ja bei dir mal so ein Manko, so frisch im Mund im Sinne von, dass das so zu stark ist. Überhaupt gar nicht. Mhm. Du merkst auch in der Kehle gar nicht so, nee. Also das wird gar nicht so krass. Es ist einfach nur vom Geschmack her so fruchtig, so ein bisschen, ja, halt so, ne? Also ich würde mir schon mal festlegen, dass das glaube ich nicht der einzige König im Schatten, weiß ich, dass das der einzige König im Schatten Tabak ist, den wir hier auf dem Kanal haben werden, weil... Ich schon die zweite Dose da stehen für die nächste Folge. Nee, was wollte ich sagen, der Tabak ist sowohl was für Cola-Fans, als auch für was, die mal was Ausgefalleneres haben wollen. Genau. Weil du kannst auch einen Cola-Fan damit befriedigen, weil der eben auch nach Cola schmeckt. Aber diese Geschmacksspitze da drin ist einfach geil irgendwie. Also für mich ist auch der beste Cola-Tabak, den ich hier probiert habe.
Weil Cola war immer so eine Sache, so ich fand, du kannst zwischendurch konntest das immer rauchen. Aber es gab nie so einen richtigen Tabak, wo ich dachte so, boah, geil. Auf Dauer wurde Cola immer langweilig. Ja, wo du dich dann denkst so, boah, geil, ich hab voll Bock auf so einen Cola-Kopf jetzt. So hast du einfach so geraucht, hast denn da, so was haben wir noch nicht geraucht. Aber der Cola-Tabak setzt auf jeden Fall neue Maßstäbe. Ich finde, jetzt komme ich an dein Eukalyptus ran, was du gesagt hast. Jetzt kann ich das nachvollziehen. Weil das geht echt irgendwie in die Richtung. Ne, aber passt echt hammergeil zusammen. Wirklich, jo. Ist wirklich gut. Achso, der ist tatsächlich offiziell angegeben mit Cola Alkohol. Also vielleicht hat der auch einfach eine Pulle Woddy darüber gekippt, über die Start. Anstatt so Dingens Molasse, einfach so eine Woddy-Pulle rein. Schön den billigen hier, den Berbatov von Aral oder so. Ja, und vor allen Dingen heutzutage, ich meine, in der Shisha-Szene, es gibt ja unzählige Tabaks und alles hat es irgendwie schon mal so gegeben. Aber das ist halt wieder rausstechend. Das sticht genau. Dann wieder raus. Und du musst mal überlegen, wie lange es schon so Shisha und Tabak halt in sich gibt. Und jetzt dann nochmal noch neue Maßstäbe zu setzen, das ist halt immer... Ist wirklich schwierig. Von Jahr zu Jahr wird das eigentlich immer schwieriger. Genau, genau. Und dann direkt als neue Marke so einzusteigen, ist ein gutes Omen auf jeden Fall. Jo. Ja, sollen wir Raucherstufe machen? Ja. Also Raucherstufe würde ich sagen gelb, weil, ich sag mal, die Mischung ist jetzt halt nicht so... So halt Gangster halt. Ja, weil eine Cola ist jetzt nicht, das ist so nicht so der erste Tabak, den du dir holst. Vom Zug her so hast du da auch gar keine Beschwerden. Dass halt irgendwie da oder die auf den Kopf geht oder so. Eigentlich im Gegenteil, wegen diesem Geschmack, du willst einfach immer mehr und mehr ziehen. Was der jetzt, also ich bin voll bei dir mit Gelb, also wir geben schon mal Gelb. Aber das ist halt ein Tabak, es gibt angenehmere, sag ich mal, für die Kehle, wo die Kühle auch wirklich in die Kehle so geht, dann ist das für die Kehle nochmal angenehmer für den Hals und so. Aber das hat der zum Beispiel gar nicht. Der hat einfach nur diese rausstechende Kräuternote da, die aber echt geil ist. Ja, Kaufempfehlung? Easy, direkt Jahresabo abschließen. Auf jeden Fall, ja. Ne, gehen wir raus, die Kaufempfehlung. Und Bewertung. Also der ist wirklich sehr weit oben bei mir. Und ich wage es sogar auszusprechen, aber ohne Witz, das ist bei einem Tabak, wo ich wirklich 5 Sterne geben würde. Ganz weil der einfach einen neuen Maßstab setzt. Und wir sagen jedes Mal, der muss also ein Banger sein und irgendwas haben. Und das hat der allemal. Und weil der Faye wieder nicht da ist. Genau, das ist ja typisch. Ohne Scheiß, das ist einfach ein Mysterium. Aber ich würde auch, also 4,5 hätte ich auf jeden Fall gegeben. Ich bin aber auch geneigt, 5 zu sagen. Weil du kaufst den Cola-Tabak in dem Fall und du rechnest einfach nicht mit dem, was du kriegst. Du kriegst Cola, die ist inklu, aber du kriegst auch echt diese Eukalyptus-Kräutermäßige Note, die wirklich den Tabak einzigartig macht. Und das ist der Wow-Effekt, nach dem wir immer suchen. Ganz ehrlich. Und deshalb bin ich mit 5, würde ich mitgehen. Ja, würde sagen, haben wir wieder mal einen Tabak, der 5 Sterne hat. Also wir geben 5 Sterne, Leute. Das ist bei uns nicht ganz so einfach, wie man weiß. Aber der König im Schatten, Marke von Manuelsen, Jackie's Root. Ja. Kommt echt und gut an. Ich habe da auch das passende Codewort für. Oh. Fällt mir gerade ein. Hau raus. Genau. Also, bevor wir zum Codewort kommen, wie ihr wisst, ihr könnt jeden Monat bei uns einen 20-Euro-Gutschein bei Shisha World gewinnen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist für jede Folge immer das passende Codewort in die Kommentare zu schreiben. Und das Codewort für diese Folge ist: Der König im Schatten stellt alles im Schatten. Okay. König im Schatten stellt alles im Schatten. Das Codewort für diese Folge, Leute. Und damit haben wir alles durch. Wie gesagt, 5 Sterne für den Jackie's Root. Besser kannst du nicht anfangen als neue Marke. Ehrlich. Das stimmt. Also, bester Einstieg ever. Ja. Und mit den Worten sind wir wieder raus, Leute. Wir wünschen euch einiges. Guten Rauch, wir sind raus. Bis dahin.